Hallo und herzlich willkommen zum Wahltal Analytische Geometrie des Musterabis 2021 von Mathe LK in Baden-Württemberg. Ich habe bereits Videos für den Pflichtteil gemacht und für den Wahlteil Analysis. Ihr findet den Link zum Pflichtteil Teil 1 von 3 in der Videobeschreibung. Zu den anderen beiden Teilen kommt ihr dann von dem Video aus. Und ihr findet auch den Link zum Wahlteil Analysis in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich gerne anfangen mit dem Wahlteil Geometrie. Wenn es gut läuft, schaffen wir ihn in, ich setze mal zum Ziel, 13 Minuten. Okay, B1.1 Wahlteil, analytische Geometrie. Gegeben sind die Punkte A6-1 durch 0, B und C. Zeigen Sie, dass das Dreieck ABC bei B einen rechten Winkel besitzt. Okay, es fängt also relativ einfach an. Gut, ich schreibe mal kurz die Punkte ab und mache eine Skizze von diesem Dreieck. Okay, wir wollen nachweisen, dass das Dreieck ABC bei B einen rechten Winkel hat. Das heißt praktisch, der BA-Vektor muss senkrecht zum BC-Vektor sein. Also muss das Skalarprodukt aus dem BA-Vektor und BC-Vektor 0 sein. Gut, bilden wir mal kurz die beiden Vektoren. BA-Vektor, das heißt, ich will von B nach A. Von 4 nach 6 sind es 2, von 5 nach 1 sind es minus 4, von minus 4 bis 0 sind es 4. Und der BC-Vektor brauchen wir auch noch. Von B nach C, von 4 zu minus 2 sind es minus 6, von 5 zu 8 sind es 3 und von minus 4 zu 2 sind es 6. Gut, machen wir das Skalarprodukt. Also 2 minus 4, 4 mal minus 6, 3, 6 gibt also 2 minus 6 ist minus 12. Minus 4 minus 3 ist minus 12 plus 24 gibt 0. Passt. Skalarprodukt 0. Skalarprodukt 0, daher rechter Winkel bei B. Okay, weiter geht's. Die drei Punkte A, B, C liegen in einer Ebene. E bestimmt sie eine Koordinatengleichung von E. Also, ich finde mal so kurz eine Anmerkung. So schwer ist das LKA-Abi gar nicht. Also ich würde da keine so große Angst davor haben. Ich habe teilweise Nachtermine gesehen, zum Beispiel der Nachtermin 2018 oder der Nachtermin 2019. Die fand ich um einiges schwieriger als das LKA-Abi hier. Also ich würde keine Angst haben vom LKA-Abi. Vor allem mit 2021 habt ihr eine halbe Stunde mehr Zeit. Klar, mit Maske 2021 wegen Corona ist doof, aber ich habe eine halbe Stunde mehr Zeit und wirklich meine ganz persönliche und offene und ehrliche Meinung, so schwer finde ich es echt nicht. Also ihr werdet gleich sehen, der Geometriewahlteil ist schneller vorbei, als ihr euch denkt und eigentlich war es dann wirklich nicht schwer. Als nächste Aufgabe, Koordinatengleichung von der Ebene ABC. Das war praktisch jetzt Teil 1 und ich mache jetzt noch Teil 2. Koordinatengleichung, okay. Gut. Habe ich hier praktisch schon Punkt A, hier einen Punkt B, hier einen Punkt C. Ich kann dann, hier das Koordinaten, der Ursprung ist, nämlich OA als Stützvektor und kann die beiden als Spannvektoren nehmen. Heißt, ein möglicher normalen Vektor wäre zum Beispiel, wobei, gerade fällt mir auf, wir haben ja oben schon BA und BC bestimmt. Heißt, es wäre sinnvoller, wenn ich B als Stützvektor nehme, und dann BA und BC als Spannvektoren, weil die habe ich ja schon da oben bestimmt. Okay, also ein möglicher normaler Vektor wäre BA Kreuz BC. Dann steht dann nämlich senkrecht auf BA und BC, und das wäre noch ein normaler Vektor. Das heißt, ein normaler Vektor wäre 2 minus 4, 4 Kreuz minus 6, 3, 6. Wir schreiben das drunter, 2 minus 4, 4, 2 minus 4. Minus 6, 3, so. Die obere Seite können wir wegstreichen, die untere habe ich gar nicht hingeschrieben. Minus 4 mal 6 ist minus 24. 4 mal minus 6 ist minus 24. Und 2 mal 3 ist 6. Minus, minus, minus. Und 4 mal 3 gibt 12. 2 mal 6 gibt 12. Und minus 4 mal minus 6 gibt 24. Und das ist dann gleich minus 36, minus 36, minus 18. Und das ist einfach, gut, da können wir was rausschreiben. Das ist nämlich minus 18 mal 2, 2, 1. Das heißt, wir können 2, 2, 1 als normalen Vektor nehmen. Möglicher normalen Vektor
2, 2, 1. Das heißt, meine Ebene hat die Form 2x1 plus 2x2 plus 1x3 gleich irgendeine Zahl. Und die Zahl bekommen wir raus, indem wir den Punkt nehmen mit zum Beispiel b4-5-4. Können wir da einsetzen, also 2 mal 4 plus 2 mal 5 minus 4 gibt uns 9. Quatsch, Rechenfehler, 14, Entschuldigung. Und damit haben wir die Ebenengleichung der Punkte A, B, C, 2x1 plus 2x2 plus x3 gleich 14. Und Ebene fertig. Nächste Aufgabe. Es gibt einen Punkt D, für den das Viereck ABCD rechteckig ist. Ermitteln Sie die Koordinaten von D. Okay, wir wissen bereits, dass bei B ein rechter Winkel ist. Das heißt, wegen mir liegt hier noch A und hier liegt noch C. Und wir möchten jetzt noch die Koordinaten von D haben. Gut, ich würde eine Vektorkette vorschlagen, also das ist Teil 3 hier. Wenn hier der Ursprung ist, fragen wir uns immer, wie komme ich zu D? Und zu D komme ich zum Beispiel, indem ich OA hier laufe und dann den BC-Vektor hier rüber kopiere, also von A praktisch noch den BC-Vektor entlang laufe, komme ich zu D. Gut, das heißt, OD ist gleich OA plus BC. OA ist 6, 1, 0 und BC ist minus 6, 3 und 6. Das Ganze ist 0, 4, 6. Daher sind die Koordinaten des Punktes D 0-4-6 und schon fertig. Also wirklich, ohne jetzt irgendwie blöd klingen zu wollen, aber ich finde es echt nicht schwer. Also im Vergleich zu alten Abis finde ich, also ich denke jetzt nicht, dass das echte Abi viel schwerer wird, weil das ist hier das offizielle Muster-Abi und ich denke, das Niveau wird schon grob passen, sonst hätten sie das ja nicht offizielles Muster-Abi genannt. Naja, wir haben eben einen Schau gegeben mit B. Und wir sollen jetzt die besondere Lage von E0 im Koordinatensystem beschreiben. Okay, ich wollte einfach mal E0 aufschreiben, beziehungsweise ich schreibe, pass mal kurz, die Schau ab EK ist KX1 plus KX2 plus X3 gleich 14 mit einer reellen Zahl. K ist Parameter. Okay, 1, ich will E0. E0 ist 0x1 plus 0x2 plus x3 gleich 14. x3 gleich 14 ist einfach eine Ebene parallel zum Fußboden, aber 14 hoch praktisch. Das heißt, ist parallel zum Fußboden praktisch, also zur x1, x2 Ebene. Genau, also können wir so eins sagen, wenn es x1-Achse, x2-Achse, x3-Achse ist, liegt x3 gleich 14 hier und schneidet hier bei 14, also parallel zum Fußboden praktisch. Okay, geht aber noch weiter die Aufgabe. Das war schon die ganze B-Höhe. Bestimmen Sie die Ebenen der Schar, von denen der Punkt 1,1,4 den Abstand 2 hat. Okay, also es geht um den Abstand vom Punkt R 1,1,4. Ach nee, das war es nicht schön. Macht es im Abi bitte schöner als ich habe hier keine Karos. R 1,1,4. Abstand von diesem Punkt zur Ebenenschar. Gut. Hessische normalen Form, ich mache Betrag. Die Ebene ist das hier. Ich mache also immer K mal erste Punktkoordinate plus K mal zweite Punktkoordinate plus 1 als Vorfaktor hier mal erste dritte Punktkoordinate minus, was da hinten steht, 14 geteilt durch den Betrag vom normalen Vektor, also Wurzel aus K² plus 1 Quadrat. Bisschen schöner geschrieben, das hier ist 2k minus 13, wenn ich es nicht falsch habe, mit Betrag natürlich, und 2k² plus 1. Und ich habe gerade gesehen, ich habe es falsch, 4 minus 14 sind natürlich minus 10. So, das hier ist der allgemeine Abstand vom Punkt O zur Ebene Schar oder zur Ebene EK mit Parameter k. So, und das soll jetzt 2 werden. Wir wollen hier alle Ebenen rausfinden, also für welche k praktisch ist der Abstand 2. Heißt, das soll 2 sein. Okay, ich mache erstmal mal die Wurzel. Dann haben wir hier Betrag von 2k minus 10 gleich 2 Wurzel 2k² plus 1. Ich quadriere.
muss ich am Ende nicht mal eine Probe machen, weil beide Seiten positiv sind, dann darf ich quadrieren, das ist Größen 0, das ist Größen 0. Wenn ich einen Betrag quadriere, dann kann ich die Betragsstrebe praktisch weglassen. 2k minus 10, einfach Quadrat. Weil ein Betrag ist ja immer, wenn ich minus 3 quadriere, dann ist es wie 3 Quadrat. Und wenn ich 3 Betrag von 3 quadriere, ist auch wie 3 Quadrat. Also ich kann beim Betrag, wenn ich ihn quadriere, einfach die Betragsstriche gleich durch Klammern, durch normale Klammern ersetzen. Und hier 2 Quadrat ist 4 und die Wurzel hoch 2 ist einfach die Wurzel sich wegdenken. Okay, hier eine binomische Formel. Dann haben wir a Quadrat minus 2ab, also minus 2 mal 2k mal 10 sind minus 40k plus b Quadrat, also plus 10 Quadrat ist gleich ausmultiplizieren 8k Quadrat plus 4. Dann kann ich jetzt noch die 8k Quadrat und die 4 rüberziehen, komme dann auf minus 4k Quadrat minus 40k plus 96 gleich 0. Die Gleichung schreibe ich gerade nochmal auf der Rückseite hin. Sie war minus 4k Quadrat minus 40k plus 96 gleich 0. Genau. Da kann man schön durch 4 teilen. Dann wird es ein bisschen einfacher. Oder vielleicht sogar durch minus 4. Dann habe ich hier nämlich k Quadrat plus 10k. 96 durch 4. 24, muss die K-Kurs und Taschenrechner nehmen. 24 gleich 0, okay. Dann haben wir praktisch K1, 2 ist gleich minus B plus minus die Wurzel aus B Quadrat minus 4 mal A mal C geteilt durch 2A. Also minus 10 plus minus die Wurzel aus, was ist das? Die Wurzel aus 196 geteilt durch 2. Heißt, minus 10 plus minus, das ist 14 durch 2, heißt K1 ist gleich minus, ne Quatsch, minus 12 und K2 ist gleich plus 2. Die Frage war, die Ebenen der Schar, die vom Abstand Blatt Abstand 2 haben, heißt die Ebenen sind für K gleich minus 12 und K gleich 2, also die gesuchten Ebenen sind E-12 und E2. Okay, kommen wir schon zur Aufgabe B1.2 und dann ist Geo auch schon rum. Die 13 Minuten schaffe ich nicht ganz, aber fast. Okay, also B1.2. Beweisen Sie, wenn ein Parallelogramm die Diagonalen gleich lang sind, so ist ein Rechteck. Okay, wir haben also ein Parallelogramm, irgendwie sowas. Ich mache mal kurz eine Skizze wegen mir. Das ist hier der Punkt A, das hier ist der Punkt B, das hier ist C, das hier ist D. Ich nehme mal diesen Vektor hier noch gleich a, diesen Vektor hier b. Ist immer schön, wenn man bei vektoriellen Beweisen ein paar Namen vergibt. So, außer mal Voraussetzungen identifizieren, was die Voraussetzung war, ist gegeben. Die Diagonalen sind gleich lang. Aha, das heißt, wenn wegen mir das hier eine Diagonale ist und dann ist noch das hier eine Diagonale. Ich nehme mal den Vektor hier d1 und den Vektor hier d2. Dann ist gegeben, dass d1... Betrag von D1 gleich Betrag von D2, also Diagonalen gleich lang. Und zu zeigen ist, dass sich um ein Rechteck handelt, also dass A und B rechtwinklig zueinander sind. Also A senkrecht B, also praktisch das Skalarprodukt muss 0 gehen, das ist zu zeigen. Okay, also, erstmal müssen wir versuchen D1 und D2 mit dem auszudrücken, was wir haben, nämlich mit A und B. Es fällt auf, A plus B gibt einfach D1. Heißt, D1 ist gleich A-Vektor plus B-Vektor. Und D2 fällt auf, ist A minus B. A und dann praktisch, genau, minus B. Also A minus B-Vektor. Dann gibt es den hier und das hier ist D2. Heißt, das hier ist A minus B Vektor. Uns auffallen. So. Laut Voraussetzung ist Betrag von D1 gleich Betrag von D2. Heißt, Betrag von A plus B ist gleich Betrag von A minus B. So, und das wissen wir jetzt. Und von dem müssen wir jetzt irgendwie schlussfolgern, dass das Skalarprodukt 0 ist. Okay. Um den Betrag wegzubekommen, quadrieren wir erstmal.
Wie gerade gelernt, beim Quadrieren können wir den Betrag weglassen. Das heißt, wir haben ein a plus b Quadrat ist gleich a minus b Quadrat. Und da können wir jetzt ganz normal Benoite Formel anwenden. Das heißt, wir haben hier a Quadrat plus 2a Vektor b Vektor plus b Vektor Quadrat. Und hier die andere binomische Formel, weil dann Minus steht. A Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. So, es fällt uns auf, dass wir hier ein a haben, können wir rausstreichen praktisch. Da ist ein b Quadrat, hier ist ein b Quadrat. Und ja, da haben wir da stehen 2ab gleich minus 2ab. Ich packe die 2ab rüber. Haben wir hier 4ab gleich 0. Ich teile noch durch 4, haben wir hier a mal b und hier 0 durch 4 ist 0. Womit gezeigt wäre, dass unter dieser Voraussetzung a und b rechtwinklig sind. Und somit wäre das Geometrie-Wahlteil-Kapitel schon abgeschlossen. Also wirklich, klar, man muss ein paar Ideen haben und gerade die vektorellen Beweise sind jetzt nicht so einfach, vor allem mal die Anfangsidee zu haben. Aber an sich fand ich vor allem jetzt die a echt nicht schwer, überhaupt nicht schwer. Und die b ist halt so ein Gedanke, der aber eigentlich schon einigermaßen oft im Unterricht behandelt worden sein sollte. Und klar, die 1.2 ist die, wo wahrscheinlich viele Punkte verloren hätten, aber ich meine, 2,5 von 10, da kommt man immer noch zu Notenpunkte. Also, ja, also ich finde es nicht einfach, auf keinen Fall einfach, aber ich finde, man muss auf jeden Fall vor diesem LKB keine Panik haben. Okay, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Fragen, Themenvorschläge, Kritik, falls ich was falsch gemacht habe, was ich nicht glaube, weil ich renne alles immer zweimal durch, aber falls ihr je was findet, gerne in die Kommentare, ich verschreibe mich ja auch mal, Fragen gerne in die Kommentare, Themenvorschläge, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Ich habe mich gefreut, dass ihr da wart. Tschüss!